Song oder welche Band hat bei dir die Metal-Begeisterung ausgelöst? AC/DC, ganz klar. Da gibt's gar nichts. Das war 88 oder 89. Die Platte hieß Blow Up Your Video. Nicht mehr eine der besten, aber geil. Heatseeker, That's the Way You Wanna Rock'n'Roll, ab dafür. Und dann kam als zweite Platte Let Them Rock von AC/DC. 77, Bon Scott, Ola de Rosie drauf, alles gesagt. Sollten Kinder in der Schule hören. Was ist das beste Konzert, das du je gesehen hast? Ich habe 5 beste Konzerte. Das erstbeste Konzert war AC/DC vor 1500 Leuten, vor 8 Jahren oder so, im Zirkus Krone in München. Also ein kleines Konzert. Ich bin hingegangen nach der Arbeit, Haare im Zopf, irgendwie Gammel-Shirt, stinkend rausgekommen, kein Shirt an, Haare offen, sahen aus wie geduscht und konnte mich noch daran erinnern, dass unter dem Hallendach Nebel war, weil die Leute so geschützt haben. Super. Die nächsten 3 besten Konzerte waren Metallica in Paris, 3 an einem Tag. Das kleinste 150 Leute, das größte 1300. Metallica. Und das 5. beste Konzert war ein Maiden-Konzert, aber ich weiß nicht welches. Und das schlechteste, das du je gesehen hast? Um Gottes Willen. Wie viel Zeit haben wir denn? Da müsste man die Unterscheidung machen zwischen schlechten Konzerten, die ich nicht sehen wollte, und schlechten Konzerten, die ich sehen wollte. Und so richtig enttäuscht von Sachen, die ich auch sehen wollte, war ich noch nicht so oft. Da gibt es immer mal so ein paar Stinker. Scorpions auf dem Graspop, und ich bin eigentlich großer Scorpions-Fan. War nicht so dolle, obwohl die Band Granatenkonzerte gespielt hat. Vielleicht habe ich es erfreulicherweise auch verdrängt. Was ist das Beste daran, Musiker zu sein? Musik machen. Was geht dir durch den Kopf, bevor du auf die Bühne trittst? Darf ich endlich? Was ist der kurioseste Anblick, der sich dir je von der Bühne ausgeboten hat? Als Fabs die Hose gerissen ist. Was ist das Peinlichste, was dir jemals auf einer Bühne passiert ist? Eine Menge. Von meinen Gesichtsausdrücken, diversen Gitarrensolos und sonstigen Peinlichkeiten abgesehen, ich bin schon mehr als einmal auf den Arsch gefallen. Welche Band würdest du verbieten lassen, wenn du es könntest? Nochmal, wie viel Zeit haben wir? Ich rege mich immer fürchterlich über Rammstein auf. Die waren mal total geil und jetzt langweilt es mich zu Tränen. Verbieten? Nö. Die haben ihren eigenen Stil, das ist extrem viel wert. Aber ich bin so tiefenentspannt jetzt, wo ich fast 30 bin, altersmilde quasi, dass ich nichts verbieten will. Nur leiser drehen. Welches Buch sollte jeder mal gelesen haben? Ganz klar, Bernhalter durch die Galaxis, Entschuldigung. Also klar, oder? Habe ich zum ersten Mal gelesen, als ich 15 war, und zum letzten Mal als Hörspiel gehört, als ich 38 war. Also, letztes Jahr. Und welchen Film gesehen? Ich gucke wenig Filme. Aber beeindruckt hat mich damals, jetzt wird es schwer mit der Aussprache, The Sixth Sense. Wegen der Logik, die da drin steckt. Ich bin Seriengucker. Ich finde Big Bang Theory super. Endlich mal normale Leute. Californication. Ich habe 4 Staffeln gebraucht, zu verstehen, dass es dem Typen schlecht geht. Ich dachte, der Vögelfilm macht coole Sprüche. Die übrigens total voll sind mit Rock'n'Roll-Zitaten. Die Bücher, die er geschrieben hat, also in der Serie, ganz fiktiv, heißen God Hates Us All, Seasons in the Abyss und South of Heaven. Und beeinflusst von Bukowski, die Figur. Absolut. Das Liebesleben der Hyäne. Den kenne ich nicht, kenne nur der Mann mit der Ledertasche und so, aber Californication ist definitiv von Bukowski beeinflusst. Das stimmt. Und vielleicht mag ich es auch so, dieses edle Kaputte. Hat was. Und wir alle können nur normal saufen und sind dann wirklich echt kaputt, nicht edel kaputt. Ärgerlich mal. Was ist das Scheußlichste, das du als Kind mal essen musstest, damit morgen das Wetter schön wird? Gott sei Dank habe ich mich immer durchsetzen können. Ich war als Kind dann nämlich extrem schwierig. Also sowas so Nahrungsmittelgift wie Zwiebeln habe ich ja nie gegessen. Aber ich musste mal ein Tomatenbrot essen. Ich musste sitzen bleiben, bis es aufgegessen ist. Was nichts anderes bedeutet, dass ich viel später ins Bett durfte, fand ich super. Womit kann man dich so richtig sauer machen? Kommunikationsbehinderung. Und womit so richtig glücklich? Es kommt sehr auf die Situation an. Oft einfach, indem man mich in Ruhe lässt.
Wenn du für einen Tag mit jemandem tauschen könntest, wer wäre das? Mein alter Ego in einem anderen Paralleluniversum, das die ganze Scheiße besser geregelt kriegt. Und was würdest du dann anstellen? Die Scheiße besser geregelt kriegen. Auf welche Weise würdest du gern mal abtreten? Als allererstes mal 400 Jahre alt, aber bestens in Schuss. Und dann irgendwas zwischen auf einer Riesenbühne vor vielen Leuten oder auf einem Riesenbett unter vielen Supermodels. Und was wären dann deine letzten Worte? Bin ich schon vorbei? Gut, noch irgendwelche weisen Worte an die Legacy-Leser? Ja, weise Worte, Altersmilde, also fast 30 bin ich, dann kann ich sagen. Leute, Musik ist geil, da sind wir uns alle einig. Das Leben ist zu kurz, erstens für Kackmusik und zweitens zu kurz für Einschränkungen. Es kommt darauf an, wie es klingt, nicht was es bedeutet. So. Das heißt, bei dem ganzen Trugehampel halte ich gar nichts, obwohl es auch Kack-Metal gibt. Es gibt überall geile Musik und die muss man hören.